Hallo, wir haben hier unser Microsoft Surface Pro Tablet und in diesem Video wollen wir euch zeigen, wie man so eine SIM-Karte, hier ist es hier so eine Nano-SIM-Karte, wie man die in so einem Tablet einlegt. Und zwar machen wir das hier auf der Rückseite unterhalb dieser Abdeckung hier oder der Halterung da. Wenn wir die hochklappen, dann finden wir in der unteren linken Ecke hier so eine kleine Abdeckung mit so einem kleinen Loch in der Ecke. Und diese Abdeckung müssen wir jetzt hier erstmal entfernen. Und mit dem Tablet wird hier immer gleich hier so eine kleine Pappschachtel mitgeliefert. Und in der finden wir hier so eine Karte mit diesem Pin, diesem Piekser hier. Und mit dem können wir hier diese Abdeckung entfernen. Falls wir diesen Piekser hier nicht mehr haben, können wir auch ganz einfach eine Sicherheitsnadel oder auch eine Büroklammer benutzen. Und mit diesem Gerät stechen wir einfach hier in dieses Loch hinein, drücken einfach runter, bis sich diese Abdeckung hier ablöst. Und dann können wir die ganz einfach entfernen. Und dann finden wir auf der unteren Seite diesen Schlitz. Und da setzen wir hier unsere SIM-Karte ein. Da gucken wir hier auf diese Position von dieser abgeschnittenen Ecke, hier oben rechts im Moment zu sehen. Diese Ecke muss hier dann unten links in diesem Fall sich befinden. Und dann können wir einfach diese SIM-Karte hier ganz einfach hier in diesen Schlitz hier unten reinschieben. Und wir schieben den so weit rein, bis wir so einen kleinen Klick, so ein kleines Klicken hören. Und das zeigt uns dann, dass die Karte korrekt eingesetzt ist. Also ganz weit reinschieben, bis es diesen kleinen Klicksound gibt. Und dann sitzt die Karte richtig. In dem Fall, dass wir diese Karte nochmal später wieder entfernen wollen, dann drücken wir einfach mit dem Fingernagel hier gegen die Karte entgegen. Dann wird die Karte etwas hier ausgestoßen und dann können wir sie ganz einfach rausziehen. Und jetzt installieren wir sie aber wieder, da wir sie gleich benutzen wollen, bis wir hier diesen Klicksound hören. Und dann können wir auch schon diese Abdeckung wieder einsetzen. Da haben wir oben diese kleine Nase. Die wird zuerst an der oberen Kante hier eingesetzt. Und dann drücken wir hier ganz einfach auf die untere Seite der Abdeckung. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Und wir können jetzt unsere SIM-Karte hier mit unserem Surface Pro Tablet benutzen. Ja, das war es auch schon für dieses Video. Ich hoffe, die Information war hilfreich. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann hinterlasst doch unten einfach einen Kommentar.